Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ihr seht, wir sind hier im Pausemenü. Warum? Weil es hier tatsächlich übergangslos in den Kampf geht. Ich habe beim letzten Mal ja direkt Pause gedrückt, weil ich Angst hatte. Die Aufgabe war, mach dich kampfbereit, dass auch der Kampf dann irgendwann losgeht nach einer Zeit. Ja, die Zeit ist weitergelaufen. Ja, der Kampf geht hier jetzt direkt los. Wir sind einem Notsignal gefolgt und haben überraschenderweise Beta wieder getroffen, der es allerdings nicht so gut geht. Und jetzt müssen wir uns gegen die Maschinen der Zenith behaupten. Da ist nämlich eine hier runtergekommen, in dieses Labor, wo wir Beta gefunden haben. Und wenn ich jetzt hier auf Fortfahren klicke, geht's direkt los. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll, was mich jetzt erwartet, aber wir werden sehen. Action! Irgendwo kommt sie her. Kann man sie scannen? Ein Phantom. So, was machen wir am besten mit dir? Hässliches kleines Ding, was? Ein lästiges kleines Ding. Oh. Ich sollte das Ding scannen. Vielleicht hat es Schwachstellen. Schwach gegen Säure ist schon mal ein Geradestand da liegt. Oh Gott, oh Gott. Aua! Bist du hin? Das ist gut. Aua! Ich bin viel zu langsam. Das Ding ist schnell. Ich habe auch noch hier so ein Klebedings. Vielleicht so eine Klebedings, um sie langsamer zu machen. Hatte ich doch mal aus einer Quest. Hier, Klebebomben. Ich würde das gerne die Waffe dafür ausrüsten. Wo war denn die Klebebombenwaffe? Wir haben hier noch einen Säurekriegerbogen. Schnelle Säureladung auf kurze Distanz. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich würde... Wo ist denn jetzt... Da, Klebemunition. Oh, ich habe da sogar Bomben. Oh, bei. Warum habe ich dieses Ding nicht ausgerüstet? Au! Lieber noch mal hier Mutstoß aktivieren. Was hat mich denn jetzt erwischt? Die
Okay. Geht es dir gut, Aloy? Ja, geht so. Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Ja, die brauchen beide Sprengpaste. Okay, ich komme nach, wenn die Luft rein ist. Komm nach mit dem, wenn die Luft rein ist, ist gut, ne? Es fehlt noch eins und ich habe keine Munition mehr. Ja doch, jetzt doch wieder. Die Frage, was nehme ich lieber? Die hier, da kriege ich 3 raus. Hier kriege ich aber auch 3 raus. Nee, 2 nur raus. Also die Sprengstoffbomben waren fast sogar noch besser als hier die Sprengstacheln, oder? So, hier haben wir noch den Jäger. Hä? Ach so, der kann Säure und... Was ist denn hier besser? 45, 47. Der kann sogar besser Säurepfeile schießen. Mist. Naja, gut. Aber das war doch schon mal gut. Jetzt müssen wir natürlich... Haben wir irgendwas abgesprengt oder so? Nee, jetzt müssen wir den zweiten nämlich auch noch irgendwie packen. Das wird spaßig. Wir müssen jetzt... Verlasse die Anlage. Ja, und da war ja auch noch mal eins. Ich muss wieder nach oben und mich um das andere Phantom kümmern. Hoffentlich bleibt Erend in Deckung. Hehehe, das glaubst du selbst nicht, dass er das tut. Warte, wir machen noch mal hier voll... Ich glaube, ich bin sogar eher Fan hiervon gerade. So. So, ich habe gehofft, dass noch Sprengpaste dabei ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Hä? Ich mache jetzt hier mal die Tür auf. Vielleicht ist ja was Nützliches da. Wertgegenstände zumindest. Oh. Hilft mir jetzt nicht unbedingt. An alle, wie ihr zweifellos mittlerweile gehört habt, haben wir unseren hellsten Stern verloren. Die Ektogeneseforschung für die Odyssee lag Peter besonders am Herzen und im Namen des neuen Hohen Rats möchte ich euch allen für eure Arbeit und für die großen Fortschritte in den letzten Jahren danken. Doch während wir um unseren Gründer trauern, müssen wir unseren Blick auch auf die strahlende Zukunft lenken, die vor uns liegt. Demzufolge werden wir die Projektprioritäten neu ausrichten. In den nächsten Tagen erhaltet ihr einen Überblick über die spannenden Entwicklungen bei der Forschung zur Lebensverlängerung in unseren Anlagen in Tokio und Langos. Danach werden euch neue Aufgaben zugewiesen. In der Zwischenzeit sollten alle Elektrogenesekammern eingelagert werden. Ektogenesekammern, nicht Elektrogenese. Wendet euch bei Fragen bitte an eure Projektleitung. Aha. Wir brauchen dringend Loot. Also zumindest hier Sprengpaste oder so wäre schon geil. Daten beschädigt. Ist deutlich verbessert, was die Zeit zwischen den Nachbesserungen verkürzt. Die kommerziell verfügbare Behandlungen wie Osmatus Rejuvenin erfordern. Was Maliks Team angeht, die jüngsten Ereignisse ihrer Neurophysiologie-Experimente wirken vielversprechend. Und mit den zusätzlichen Daten aus unserer Anlage in Tokio scheinen wir der ersten Generation funktioneller Implantate näher zu kommen. In der Zwischenzeit haben unsere Freunde aus Zürich ihre Erkenntnisse über WBI geschickt. Gemischte Ergebnisse, ein paar vielversprechende Möglichkeiten, aber alles, was einer echten digitalen Transzendenz nahe kommen könnte, scheint noch Jahrzehnte entfernt zu sein, wenn nicht sogar... Digitale Transzendenz? Oho. Jetzt wird's interessant. Das hatten wir doch schon, ne? Ja. Aber jetzt mal im Ernst, vielleicht kommen die gar nicht aus einem anderen Sonnensystem.
Die haben sich einfach per digitaler Transzendenz in irgendwelche Computer transferiert, haben sich dann über Ektogenese-Kammern neue Körper bauen lassen und gehen jetzt hier den Leuten auf den Sack. Ich sag's euch. wer weiß, alles ist möglich. Vielleicht war es auch nur ein seltsamer Digitalkult. Wer weiß. So, wie komme ich hier wieder raus? Die Pfeile zeigen halt woanders hin. Das muss auch nichts heißen. Nee, ich glaube, ich entferne mich gerade wieder. Hä? Da lang? Okay. Wenn das Spiel mir sagt, ich soll da lang, dann gehen wir da lang. Aloy! Oh, oh. Erend! Erend, Mann, Mist. Das Phantomschalter auf Stur, es hat mich festgesetzt. Pff. Halt durch, ich bin gleich da. Beeil dich! Junge, was tust du? Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Echt gut. Ich muss zu Erend. Erstmal Klebebomben. Erend, ich bin hier. Sei vorsichtig. Das Ding schießt wie verrückt. Wird es wohl dieses Mal schneien? Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann. Also nicht drauf. Bin ich da. Das ganze unbedingt ist nicht komplett. Ich kann mich vielleicht ranschleichen, wenn ich aus der Schusslinie bleibe. Ich muss mit ihm nicht vorbeischauen. Es wird ein harter Kampf, wenn ich direkt angreife. Es ist etwas abgelenkt. Das ist schon mal gut. Und gut, dass du direkt hättest, dass das ein harter Kampf wird, wenn man es direkt angreift. Ich könnte sie gegen das Phantom einsetzen. Ah, stimmt. Wo hatte ich die andere Waffe hingeschmissen? Mist, hab's mir nicht gemerkt. Ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran.
Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Wenn ich herausfinde, wie sie funktioniert, werden die Zeniths vielleicht nicht so unbesiegbar bleiben. Was war denn das jetzt? Oh, Klebemunition ist auch nicht so häufig herstellbar. Naja. Fantu. Es gibt wenigstens wieder gut Loot. Aber erstmal hier ein bisschen. Irgendwann brauche ich die. Was ist denn das? Ist das mein Klebezeug oder ist das irgendwas anderes? So, ich soll mir die Waffe anschauen. Welche Waffe? Ah, da oben. Ach, die Abkühlmuster. Ah. Mein. Das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Oh, gut, dass ich vorher die... Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Zeniths zu besiegen. Ich sollte auch nach dem Klon sehen. Bal, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Gut, dass ich die Maschine erst gelootet habe. Kein Maschinenmuskel bekommen. Okay. Die Alten bemalten ihre Gesichter also mit etwas namens Make-up. Wie die Karte. So wie meinem Volk und den Tenakt. Ich finde halt mein Gesicht passt so gut, wie es ist. Das tut es. Das tut es. So, mit dir hatten wir doch nicht komplett geredet. Aloy, du bist zurück. Ja, ich will nur mal sehen, wie es allen so geht. Du meinst, nachdem wir unten jemanden getroffen haben, der so aussieht wie du, aber jemand anderes ist? Für dich ist es bestimmt noch viel seltsamer als für uns, ha? Huh? Ein wenig. Val meinte, sie könnte uns bei unserer Mission helfen. Vielleicht. Du hast dich eingewöhnt. Gaia sagte, dieser Ort wurde für uns erbaut, damit wir die Kontrolle über unser Land zurückerhalten. Mit ihrem Terraforming-System. Es pflegen, wie die Landgötter es mit den Feldern in Reinklang tun. Es scheint mir seltsam, dass ein Ort des Lebens derart voll ist von... Metall. Was hast du noch gemacht? Ich habe Gaias Sprosse studiert, die Unterfunktion. Oh. Ich wollte verstehen, wieso einer von ihnen Faso etwas antun würde. Stell dir meine Überraschung vor, als ich ihn sah. Hephaestus. Und herausfand, dass er half, all die Maschinen, auch die Landgötter, zu schaffen. Wir Utaru schulden Hephaestus also unsere Art zu leben und unsere aktuellen Probleme. Deshalb müssen wir Gaia wieder vervollständigen. Mhm. Du hast Beta getroffen? Val meinte, sie sei verletzt. Ich dachte, ich bringe ihr einen Extrakt gegen Schmerz. Das war nett von dir. Ich hoffe nur, sie hat nicht die Absicht, sich da unten weiter so einzugraben. Anscheinend hat sie nur selten das Tageslicht gesehen. Oha. Okay. Hast du was Interessantes erfahren? Es gibt viel zu lesen, seitdem Eta mit Gaia wiedervereint wurde. Oh. Mhm. Schwer vorstellbar, dass Maschinen wie Sturmvögel einst halfen, den Himmel zu heilen. Als Kind hatte ich furchtbare Angst vor ihnen. Bei Donner kriege ich immer noch Gänsehaut. Doch alles, was Gaia erschafft, hat einen Zweck, oder? Ja. Und wenn wir Hephaestus holen, kann sie die Sturmvögel für uns gewinnen.
Ich wollte dich fragen, was ist zwischen dir und dem Chor los? Ihr scheint euch nicht gut zu verstehen. Das passiert, wenn man die einzige Utaro ist, die sich ihnen öffentlich widersetzt. Zweimal. Als die Kaja in die Utaro-Ebenen einfielen, griffen sie nicht allein unsere Dörfer an. Sie verbrannten unsere Felder, versklavten unser Volk und töteten die, die für die Reise nach Meridian zu schwach waren. Um im Sonnenring geopfert zu werden. Ich half damals den Heilern, als Flüchtlingsscharen nach Rheinklang kamen. Der Chor war uneins, wie man reagieren sollte. Einige wollten zu den Waffen greifen. Andere glaubten, die Schüsseln würden uns schützen, wie sie es schon oft getan hatten. Während sie stritten, vergrub ich die Samen der Gefallenen. Es war sicher hart, dein Volk leiden zu sehen, während die Kaja in euer Land eindrangen. Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Rheinklang. Meine Großmutter sagte immer, dass dort jeder Samen wachsen würde. Ich zog zu den Schüsseln, als ich Heilerin werden wollte. Als die roten Raubzüge kamen, wollte ich zurückkehren. Aber es kamen viele Verletzte nach Rheinklang. Also habe ich es immer verschoben. Eines Tages wachte ich auf und erfuhr, dass Kaja nachts mein Dorf überfallen hatten. Wir eilten hin, um den Überlebenden zu helfen, aber es gab keine. Der Gestank brennenden Fleisches verfolgt mich seither. Es tut mir leid, so. Ich trat direkt nach unserer Rückkehr vor den Chor und verlangte, dass wir uns gegen die Eindringlinge wehren sollten. Sie lehnten ab. Also brach ich alleine auf. Naja gut, wir machen jetzt hier nicht, glaube ich, die ganze... Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Die ganze Dialogreihe hier, weil wir wollen ja noch ein bisschen was erfahren. Ich bin ja auch neugierig. Aloy, in der Kiste sind noch Vorräte. Bedien dich. Oh, das ist natürlich sehr nett. Das ist natürlich sehr nett. Wir kriegen hier regelmäßig Vorräte. Ich wollte aber eigentlich... Hat irgendwer meine Maschinen... Ja, was will ich eigentlich? Eigentlich will ich meine Vorräte auffüllen. Und ich will zur Werkbank. Wo aber sich nichts machen lässt. Okay. Wo ist denn... In meinem Zimmer war doch die Truhe. Wo war mein Zimmer? Das ergibt keinen Sinn. Sterne können auch Sonnen sein, das ergibt keinen Sinn. Dein Vorrat da. Ich muss zuerst das Waffenteil zu Gaia bringen. Ja. Und nach dem Klon sehen. Ich will erstmal hier. So. Keine Maschinenmuskel da. Alles verbraucht. Shit. Okay. Das ist natürlich elend. Ich glaube, ich muss mal auf die Jagd zwischendurch. So. Was wäre denn jetzt das Erste? Hier Überwachungsdrohnen an? Nee. Das wäre jetzt zu Gaia. Ich möchte aber gerne lieber erstmal zum Klon. Tatsächlich. Geht das? Ich hatte doch zwei Questmarker, oder? Genau. Und der Klon hat sich jetzt... Ich glaube, hier ging es hoch zu Gaia. Wir gehen jetzt erstmal zu Beta. So. Aloy! Gut, dass du heil zurück bist. Sie war nach dem Aufwachen in Panik und ist gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Hallo? Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es deine Verletzung?
Simulacrum-Entzugserscheinung. Das verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint unecht. Entfernt. Kann man da irgendetwas tun? Hast du einen Fokus übrig? Es ist primitiv, aber ich bekomm's hin. Ja. Fahr hoch. Also, Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Über dich und die Zeniths? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor 1000 Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Far Zenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also sind die Nachfahren von Far Zenith von einem sterbenden Planeten geflohen? Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren? Es sind sie selbst, die die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg zur Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht, nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Zeniths damit? Als ich herausfand, dass das Zero-Dawn-System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Zeniths wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Mhm. Ja gut, das haben wir uns schon gedacht, mehr oder weniger. Okay, sie kommen doch wohl doch nicht aus der Hohlerde, sondern aus einem Raumschiff, wie es ausschaut. Und es sind die Originale, die damals losgezogen sind. Ja gut, da haben wir auch was gelesen, ne? Dass sie an lebensverlängernden Maßnahmen gearbeitet haben. Also wollen die Zeniths das Leben auf der Erde vernichten? Das vermuten Gaia und ich auch. Aber wieso? Warum alle töten, nur um zu erobern? Als sie mich auf Mission mitnahmen, sah ich, wie sie die Ureinwohner abschlachteten, auf die wir stießen. Sie schienen sich nicht für eine regenerierte Erde zu interessieren. Daraus schloss ich, dass sie einen kompletten Neustart des Systems wollen. Dann könnten sie es umgestalten. Ganz so, wie sie wollen. Massen aussterben für ihren eigenen Komfort? Wer denkt denn so? Ja, wer denkt denn so? Von ihrem Gaia-Kern werden sie das nicht schaffen. Wie kann das nur sein, dass Menschen so denken? Nein! Nein! Wie bist du den Zeniths entkommen? Vor dem Hades-Testlabor hätte ich nie gedacht, dass ich freikomme. Wäre ich geflohen, hätte ich niemals allein in der Wildnis überlebt. Dann habe ich dich gesehen. Ah. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Und als die Zeniths Eleuthias Position in der biomedizinischen Forschungsstation anzeigten, sah ich eine Chance. Ja, aber was hast du denn dann gemacht? Du sagtest, du sahst eine Fluchtmöglichkeit, als du auf dem Weg warst, Eleuthia zu fassen. Was genau hast du gemacht? Wie bist du da reingeraten? Wenn ich auf eine Mission geschickt wurde, um eine nachrangige Funktion zurückzuholen, war nur ein Zenith mit dabei und wurde von den Rebellen getötet, außerhalb der Anlage. Verbena ist tot? Wie haben sie ihren Schild ausgeschaltet? Ich sehe mir das mal an. Aber du sprachst gerade von deiner Flucht? Als es an der Zeit war, den Sender der Zeniths zu benutzen, um Eleuthia zurück zur Basis zu schicken, habe ich eine verschlüsselte Nachricht übermittelt. Ich habe Verbena so lange abgelenkt, dass ich mich in der Ektogenesekammer einschließen und die Protokolle der Station so ändern konnte, als ob es nur 236 Behälter gäbe. Ah. Und der Gaia-Systemkern? Ich behauptete, dass ich Eleuthia schneller fassen könnte, wenn ich ihn dabei hätte, und sie glaubten mir. Gut gemacht. So hat's geklappt. Okay. Ja gut, die hat... Okay. Wir haben es also mit denselben Falsinith-Leuten zu tun, die schon mal auf der Erde lebten. Was weißt du sonst noch über sie? Sie waren einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Erde. Sie kontrollierten fast alle wichtigen Rohstoffe und Industrien. Gerard befehligt sie. Er ist es, der entschied, eine Basis zu errichten.
die anderen, Eric, Tilda, Verbena, nehmen ihm seine Macht über sie übel, aber letzten Endes tun sie immer, was er sagt. Eric, mit ihm habe ich im Hades-Testlabor gekämpft. Hm. Er mag es, Menschen weh zu tun. Ja, ich weiß. Du sagtest, du wurdest auf dem Weg zur Erde geboren. In einer künstlichen Gebärmutter, nehme ich an. Die Zeniths hatten eine Ektogenese-Kammer auf dem Schiff. Mhm. Ein Update von der, in der du mich gefunden hast. Sie müssen eine gespeicherte Probe von Elizabeths DNA benutzt haben. Elizabeth hat sich sicher nicht DNA von ihnen entnehmen lassen. Weißt du, wie sie bekommen haben? Das war nicht Bestandteil des Archivs, auf das ich Zugriff hatte. Hm. Ja, das ist natürlich noch eine gute Frage, ne? Wo haben sie die DNA her? Vielleicht haben sie in weiser Voraussicht geklaut irgendwie, ne? Du sagtest, dass du Jahre in einem Trainingsinterface verbracht hast. War dieses Archiv ein Teil davon? Aber nur die Teile, auf die ich zugreifen durfte. Aristoteles und Aspasia, die Avatare des Archivs, wiesen mir Lernmodule zu und bewerteten meinen Fortschritt. Warte mal, diese Namen. Sie waren als virtuelle Leiter der Apollo-Datenbank vorgesehen, bevor Ted Farrow sie gelöscht hat. Die Zeniths haben eine Kopie. Mhm. Also existiert sie noch. Und du musst von ihr lernen. Nur was als relevant für die Mission erachtet wurde. Wenn ich Informationen außerhalb der Vorgaben anfragte, lehnten meine Tutoren das ab. Dieses ganze Wissen zu haben, außer Reichweite, das muss frustrierend sein. Aber sie hat immerhin einen ziemlich starken eigenen Charakter entwickelt dafür, dass sie relativ wenig Menschenkontakt hatte, ne? Du sagtest, dass die Zeniths eine Basis auf der Erde haben. Wo ist sie? Vor der Küste, glaube ich. Wenn ich auf Mission gehen musste, wurde ich in einer Phantomdrohne transportiert. Ich konnte draußen nichts sehen. Aber ich konnte die Zeniths einmal darüber sprechen hören. Sie wollten einen Umkreis-Energieschild errichten, um die lokale Fauna abzuschrecken. Sie haben sicher noch andere Sicherheitsmaßnahmen. Phantompatrouillen, Maschinenköder. Es muss unüberwindlich sein. Was befindet sich in der Basis? Starteinrichtungen, über die sie zu und von ihrem Schiff im Orbit pendeln können. Und Infrastruktur, um Materialien zu sammeln und alles herstellen zu können. Sind da mehr Zeniths, als du getroffen hast? Ich weiß noch nicht. Ich denke, es muss noch andere in der Basis oder im Schiff geben. Soweit ich weiß, könnten auch noch weitere im Weltraum sein. Andere Überlebende der Kolonie. Also irgendwie finde ich Beta ein bisschen fischig. Ich kann noch nicht ganz festhalten, inwiefern, aber dafür, dass sie nichts weiß und ständig so mit Scheuklappen durch die Gegend getragen wurde, scheint sie schon zumindest klare Ziele verfolgen zu können. Die Zeniths brauchten Elizabeths genetischen Fingerabdruck für Zero Dawns Einrichtungen. Also haben sie dich geschaffen. Dich trainiert. Und du hast mitgemacht? Sie sagten mir, ich wurde geboren, um mich mit Zero Dawn zu verbinden. Als wir die Erde erreichten, habe ich mir zusammengereimt, was mit Gaia und ihren Funktionen passiert sein musste. So wurde mir klar, dass es nicht meine Aufgabe war, Gaia zu reparieren. Sondern, dass sie mich erschufen, damit ich ausführte, was ihr Ausrottungssignal nicht schaffte. Die Neustadt der Erde zu ihrem Nutzen. Also allein so dieses ethische Denken und diese Bedenken, dass das vielleicht nicht so gut ist, was sie da tun soll. Ich weiß nicht, ob... Und vor allem, sie hat ja auch noch irgendwie so ein Implantat und sonst was. Irgendwie ist das alles fischig. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch nur... Ich weiß nicht. Ich find's fischig. Du weißt über das Ausrottungssignal Bescheid? Es war Spekulation, aber die einzige logische Folgerung, warum Gaia sich nach langem effizienten Arbeiten plötzlich selbst zerstört. Ja, und diese Schlussfolgerung. Gaia hätte eine so extreme Option nur dann gewählt, wenn sie eine Bedrohung für das Leben auf der Erde ermittelt hätte, die gefährlicher als das Einstellen ihrer Funktionen wäre. Ich hätte begreifen sollen, dass sie außerdem die Neuerschaffung von Elizabeth Sobeck anordnen würde. Naja, Überraschung. Ja, allein diese detektivischen Schlussfolgerungen, die für mich ziemlich weit hergeholt kommen. Ich meine, sie sind korrekt, aber
das macht es irgendwie so fischig, dass sie sich das alles an, dass sie angeblich von nichts unterrichtet wurde, aber sich trotzdem alles ganz genau herleiten könnte. Finde ich seltsam. Also entweder ist es komisch erzählt, ja, da war man irgendwie, keine Ahnung, erzählfaul. Oder die weiß doch mehr und tut nur so, als hätte sie nichts, wüsste sie nichts. Du sagtest, dass die Zenith-Kolonie im Sirius-System zerstört wurde. Was ist passiert? Mir hat man nur gesagt, dass sie Sirius wegen einer Naturkatastrophe verlassen mussten. Ich vermutete, es war ein extrasolares Objekt oder ein katastrophales Erdbeben. Oder es war vielleicht auch ein außergewöhnlich starker Sonnensturm auf Sirius A. Die Zeniths haben dir nie Einzelheiten genannt. Sie sagten, das einzig Wichtige war, dass sie überlebt haben. Zuerst die Erde vor 1000 Jahren und dann Sirius. Und das Altern scheinen sie auch zu überleben. Also ich find's fischig. Also ich find Beta irgendwie seltsam. Also sie weiß von nichts, aber irgendwie von allem. Ja, das ist, nee, meine Liebe, tut mir leid, dich muss ich noch im Auge behalten. In Ordnung, ich glaube, das reicht erstmal. Willst du nach oben kommen oder, also wie lang? Hä? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die Zeniths besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie. Und? Ich brauche immer noch 2 weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du hast Hephaestus noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen Ort gebunden. Natürlich nicht. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht mal, wer die Zeniths wirklich sind. Dazu kommen meine Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist so weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles und jeder wird sterben. Hey, ganz ruhig. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich habe bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay, ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Wie war's? Ihre Verletzung ist nicht schlimm, aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ich komm später wieder und spreche mit ihr. Vielleicht kann ich was rausfinden. Ich sollte das Waffenteil zu Gaia bringen. Auf jeden Fall eine ziemlich neurotische Version von ihr, oder? Sehr seltsam. Ich traue ihr nicht über den Weg. Also die weiß zu viel. Und gibt sich doch so naiv und unwissend, das ist irgendwie sehr seltsam. Also ich finde es unglaubwürdig, dass sie sich da alles irgendwie erschlossen hat. Wusstest du, dass es einen riesigen Regenwald gab? Klingt wunderbar. Also nee. Der traue ich keinen Meter über den Weg. So, können wir nochmal mit hier... Ach, wir können noch ein bisschen mit Wahl jetzt quatschen. Hey. Geht's dir und Erend gut? Nichts, das etwas Ruhe nicht richten kann. Bist du okay? Dieses Beta-Ding ist ja echt viel. Selbst für dich. Ich mach einen Schritt nach dem anderen. Das ist gut. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Wie kommt ihr mit Beta klar? Ich hab versucht, Erend zu erklären, was ein Klon ist. Er hat gar nichts kapiert. Dann sagte so etwas von 2 Bäumen, die aus einem Samen wachsen. Das schien ihm zu helfen. Offenbar haben sich alle eingewöhnt. So plant, alle möglichen Pflanzen hierher zu bringen. Oh, schön. Sie meint, ein Heim sollte stets mit neuem Leben erfüllt sein. Hab Erend gebeten, ein paar zu suchen. Er würde lieber gegen ein Schnappmaul kämpfen. Trotzdem, keine schlechte Idee. Könnte diesen Ort etwas beleben. Das finde ich eigentlich schön, diese Gespräche. Schade, dass sie... halt ziemlich viel Zeit verschwinden. Schön, dass ne? du dich mit so gut verstehst. Wir lernen sehr viel.
Ich habe die Daten durchsucht, um Ideen für ein Geschenk zu finden. Als Dank für die Hilfe beim Studium der Glyphen. Etwas aus der alten Welt, das sie noch nie gesehen hat. Stattdessen erfuhr ich, dass sie sich ausgestopfte Tiere schenkten. Ein totes Tier mit irgendwas auszustopfen. Egal mit was, klingt für meine Ohren alles andere als schön. Vielleicht hilft Gaia dir, was anderes zu finden. Ich glaube, du hast da etwas missverstanden, Junge. Ich sollte zurück in die Wildnis. Ich behalte Beta im Auge, damit es ihr gut geht. Okay. Fragen wir mal, was Erend davon hält. Erend? Alles okay? Ha? Oh, ja, ja. Oh, oh, oh. Warum sollte es auch anders sein? Weil es jetzt zwei von mir gibt? Es gibt jetzt zwei von dir. Wenigstens scheint es dir damit gut zu gehen. So würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich gebe mir Mühe. Woran arbeitest du mit deinem Fokus? Ich weiß immer noch nicht, wie man hier drauf etwas liest. Die beiden Turteltauben da drüben gehen mir zur Hand. Ehrlich gesagt kriege ich von den ganzen Symbolen Kopfschmerzen. Aber ich hole schon alles nach. Versprochen. Hast du mit Beta gesprochen? Sie ist erst aufgewacht, als wir sie hergebracht haben. Und dann... Ja, ich hielt es für besser, dass Joe und Val sich um sie kümmern. Es hat keinen Sinn, jemanden zu belagern, wenn es ihm nicht gut geht. Was liest du danach? Gaia hat dem Archiv einen Artikel über Metallstäbe hinzugefügt, mit denen man Blitze nutzen kann. Hat mich an einen Cousin erinnert. Er dachte, wenn er Sturmvogelplatten trug, könne er Blitze speichern. Stieg auf den höchsten Berg im Anricht, um es zu beweisen. Oje. Das Ergebnis war sehr typisch für die Osseram. Es funkte und knallte. Oh Gott. Ich muss jetzt los. Oje, oje. Ach, nicht zu viel Ärger, ja? Wo ist denn hier unser... Dingskumpel. Wisst schon. Wo ist er denn? War nicht hier? Unser Tenaktkumpel? Ich vergesse den Namen immer. Ich dachte, er wäre hier. Anscheinend nicht. Naja. So, auf der Werkbank kann ich gerade nichts machen. Dann würde ich auch sagen, es reicht für heute. Zu Gaia gehen wir dann beim nächsten Mal. Die schmeckt wohl schlechter, wenn die Lieferung länger dauert. Oder so etwas. Vielleicht findest du das. Das ist so schön. Ich liebe, also die Gespräche finde ich wirklich schön. Dünnes Brot mit Käse und Soße. Ich mag es jetzt schon. Finde ich gut. Gefällt mir. Das ist echt. Sie hüllten aus Kürbisse. Finde ich gut. Finde ich süß. Gefällt mir. Irgendwie. So, nee, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir dann zu Gaia, geben das Waffenteil ab, die Waffe ab. Und schau mal, ob wir daraus was Nützliches basteln können. Und dann bin ich mal gespannt. Nebenquests gibt es ja noch reichlich. Und noch zu erkunden gibt es reichlich. Mal schauen, was wir als nächstes machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr dann wieder dabei seid. Und wir sehen uns bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.